Wir haben eine deutliche Zunahme des Deutschlands. Ich habe meine Rückmeldung erzeugt, warum?
Ich bin sehr gut, meine Eltern aus Männerland kommen. Ich glaube, sie sind ja früher entfernt, aber sie leben ja länger. Dann, und das ist ja ganz verständlich, bei meiner über 65 Jahre ist es die größte Sache, und wir haben 60 Steuerkranken im Jahr auf 100.000 Einwohner. Das überlegen wir mal, wie viele Einwohner wir bei uns im Land haben. Nein, ich war noch früher. Früher waren es auch 120.000, also in der Pflanze kommen wir hin. Landkreis, nicht in der Stadt, im Landkreis. Da ist überlegen wir mal, im Landkreis damals nicht der jüdische als 40-Jährige noch einmal zu. Wo sind wir als Frauen? Und das können wir auch nicht tun. Das müssen wir uns verstehen. Viele können die Komplikationen erfahren und dann sind sie auch nicht mehr da. Also das brauchen wir natürlich. Ja? Das ist die Komplikation. Also 40-Jährige erzielen jedes Jahr neu in dieser Zukunft. Warum ist diese Krankheit so gefährlich, diese Ursachen verborgen zu haben? Die Gefahr besteht darin, dass eine Ruptur, also es kann klappen. Natürlich, irgendwann ist ja mal das Ding so gut und breit, dass es rupturiert, sagt man, also es klappt kann. Nehmen Sie mal eine Strukturuntersuchung, das ist ein Mensch im Zaun, im Körper, und das ist in seiner Bauchflache, diese Riesengröße, ja? Und es ist auch geklappt, dass das Blut lässt in den Bauchraum und hinter dem Bauchraum, und das passiert, wenn man hütet. Und jetzt kommt es dazu, also man sagt, 50% der denen, das Kopf, die sterben von Unfall. Das ist das Vergütigste. Also das Kopf, wenn man Kopf zuerst schmerzen, kann es um und zum Tod. 50%. Und 50%, die ins Kind sind, die operiert werden, sterben von Nachbarschaft. Weltweit nicht so in Heidelberg oder in Magdeburg, sondern in Württemberg, also in Amerika oder in Russland. Ja? Also, das ist eine Erkrankung, das ist ein Schlag. Ne? Die zweite Gefahr, die größte, ist ein Aneurysma. Es hat viel Blut für unseren Rennenlauf drin, die können ausfallen mit dem Blut. Und dann kommen die nach unten in die Füße und dann gibt es die sogenannte Embolie. Und dann wird auch wieder Blut in der Füße, wirklich, das kann auch zu einem Bedarfsführung führen. Ne? Bei dieser Wahnsinn sollte man schnell nicht verpassen, es ist ein Lebensbedrohung. Oder es kann nicht nach unten an den Lügen oder Blutdrüsen fließen, dann wird man auch umgehen. Ja? Und das wird so gesagt, also die, wenn es klappt, ist die Sterbensrate relativ hoch zwischen 37 und 70%. Auch wenn man auf der Wirtschaft kann man noch nicht sterben. Wann sollte man das denn überhaupt werden? Oder wann ist das Risiko, dass das klappt überhaupt da? Das Risiko ist, wenn es größer als 5 cm ist. Das ist so statistisch geworden. Deswegen, wenn einer eine Rückmaß von 3 cm, dann kann man sagen, gut, das können wir noch mal ein bisschen beobachten. Dann machen wir das im Ultraschall. Und wenn wir beobachten, ist es falsch da. Aber wenn es 5 cm ist, wie weiß man, dass die Gefahr, dass es Platz größer ist. Auch wenn es nur die Kraftverhältnisse ist, wie ich dann gezeigt habe, ist das nicht die Gefahr auch größer. Das ist ganz andere Druckverhältnisse. Oder wenn die Entzündung dabei ist, ja? Dann, oder wenn man das Blut hat, sich sich dann erinnert hat, dann ist natürlich auch, dass man die Rhythmus schneller mal platzen kann. Das sind alles große Persönlichkeiten der Welt, aber Einstein klingt jeder auch für das Mann, vielleicht die meisten auch, nur mit Brechner, Charles de Gaulle. Aber die sind ja alle hier. Das sind alles Menschen, die sind gestorben unter seinem Leben. Ja? Alle hier hatten dann eine Rhythmus. Wir sind an der Kraftwirkung des Kraftwirkens. Wie können wir uns da drauf auf einen Analysen? Wir können also die Diagnose, wir stellen uns die Diagnose auf, wir fragen erstmal den Patienten, hat er eine Analyse, läuft er, hat er eine Familie schon mal irgendwas gerechnet, und dann gucken wir, ob wir mit anderen Diagnostischen Methoden. Das Thema daran ist, dass das Landeszeit überhaupt keine Symptome hat. Und das ist das. Das tut nicht gut. Nicht mal, dass man den Bauch versteht, dass es ein Handwerk und ein Bauch, dass das pulsiert. Wenn es das wehtut, dann hat man mal selten Schmerzen. Dann ist das so, dass es das Platz oder gerade verständlich ist. Dann ist das schon höchst einmal oder verständlich. Also wenn Leute Rückenschmerzen haben, zum Beispiel ältere Leute, und das nicht über Säule so ist, dann kann Leute auch mal beim Doktor die Leute Land angeben, dass er gesagt hat, der hat vielleicht den Analysen. Ja? Also, so ist es gut, dass man weiß. Wir können es ganz einfach errechnen mit einer Sonografie. Und deswegen sollte man, also abgestützt zum Lebensjahr, die Leute sonografieren. Das wollen wir heute machen. Das heißt, dass man die Lebensjahr aus dem See raus und die Verständnis gut geht und sie das dann mit ihnen machen kann. Das ist nett.
Dann kann man einen Computerfilm dran machen, der hat mich schon mal so, ich muss diese Entscheidung schneiden, dann sieht man das 100% auf. Das gibt ja alles über Risikofaktoren oder benachbarte Organe. Wir können die Geschichte auf das stellen und wenn man einen Computer in die Geschichte anlegt und diesen Fachbegriff trifft, dann heißt das Angiografie, abschließend heute solche. Das müssen wir nur in solche Stellen machen, weil wir es auch mit dem Ding füllen. Das heißt, wenn wir die Röntgenografie, das kann ich strahlen, das zweite, dass wir nicht auch genauso mit der Röntgen füllen können. Ja? Also, wir möchten einfach das Ultraschall, wir haben die Röntgen füllen, wir haben die Röntgen füllen, wir haben die Röntgen füllen, da können wir jetzt nicht machen. So, jetzt machen wir das, wenn wir das jetzt gefunden haben, was machen wir jetzt mit diesem Ultraschall? Das ist ein bisschen erfreulich, das ist unter 5 cm, wenn wir sagen, wir machen das erstmal. Wenn wir das stellen den Blutdruck an, nehmen wir Blutdruck, wir sind in der Lebensweise, fällt einmal fest, mit Blutverzenker und so weiter, war es bis 100, dann kann es auch lange Zeit sein. Das zweite Muster ist natürlich die Operation. Wir müssen dann nicht sagen, das ist richtig. Das heißt, die Zellen-Operation können wir das aber heute auch mit Blumen machen, müssen nicht Knopfstoff treffen, aber sie fühlen sich innerhalb der Gefäße, ohne dass wir den Bauch aufnehmen müssen. Diese Lebensweise gibt es nicht. Was haben wir jetzt bei den Rüsten? Wenn wir das an den Rüsten haben, die asymptomatisch sind, also die jetzt keine Symptome haben, wenn man das zuverlässig findet, dann wollen wir das reparieren, dann nehmen wir ab 15 Meter das Bauch nicht so von 8 cm, oder sollen wir sagen, das ist besonders schlecht gefährdet oder von Rüstungen mit erhöhter Gefahr, das ist knapp. Dann sollen wir auch operieren, wenn es Eigentum ist. Die Symptome, die Symptome, das sind ja die, wo es funktioniert ist oder wo es involviert, die müssen das alles selber machen. Das können wir nicht involvieren. Ja? Das ist gut. Ich hatte jetzt eine sehr kleine Sache, das ist nie mehr als die Schlechte. Wenn ich das überspitze, dann sagen Sie mir Bescheid. Also die Operation geht nur so, indem man den Bauch ausschneidet. Ich kann das so machen, ich kann das aber so machen. Je nachdem, wie es der Dicker oder dünner ist. Also normalerweise muss man den Bauch ausschneiden. Dann findet man hinten an der Bauchflachbade, findet man den Bauchflachbade hinten an der Wirbelsäule. Man muss also die Daumen auf der Seite sehen. Das wäre jetzt mal in der Zeichen, das ist ein Aneurysma, das auch eine Wirbelsäule mit betrifft. Die Höhe Bauchnabel zeigt sich ja, das klappt dann noch richtig. Die kommt dann wieder raus, wieder an die Ohren, das liegt wieder hin. Und dann muss man eben dieses Gefäß, die Freikörperin des Aneurysma, man muss das Tier mit Gefäßklemmen abklemmen, das tut sich sehr, weil die schon verbiegelt sind. Dann eröffnet man diesen Aneurysma ab, das ist das Wichtigste, und nimmt dann eine Prothese aus Backbone, also aus Rindrückmaterialien, aus Backbone gewählt, oder das Stück, legt man dann in das künstliche Flachader dazu. Das ist praktisch, man kann es auch bis auf die Leiste nach unten machen, also so sagt es mal, wenn der Kassen sieht das Thema ist, bezeichnet, wenn ich das reparieren, sieht es ja nicht anders aus. Ja, wie ist dann das, wie sieht dann so aus? Das ist dann ausgeschnitten und sehen Sie, was hier für die Rinde drin sind, ja? Und man legt dann eben die Prothese hier oben in die Bauchflachader an. Also, was du da sagst, hier ist die Erdbeerfahrt, die ist abgeklemmt. Ja? Man legt dann die praktisch hier in, mit der Hand. Auch nochmal hier ein Aneurysma. Bevor es, das ist die von der Darmaterie. Dann wurde es abgeklemmt, dann ist es ausgeführt und hier ist die Prothese angenäht. Und hier wird in die Prothese, man legt die Hand. Und legt dann diesen Aneurysma ab. Über das Fünfte treffen die Höhe für die Bühne. Das Fünfte ist also eine geschlechte Gefäßprothese, der Leistung oder die Doppelabfeuerung. Nein, da hätte man kein Körperanschlagerei, weil die Prothese verlässt eigentlich mit 2 cm der Hälfte oben, aber das ist 2 cm der Mastika, da haben wir jetzt kein Körperanschlagerei. Ja, weil man hat es ganz gefäßig gibt. Das ist der Grund, da kann man das an die Sehne rausnehmen, am Baum oder an die kleine Aquarium nehmen, bei der Bauchzahl an. Dann haben wir das Feld machen. Aber das ist nicht so gut, das fällt sehr, sehr lange und das ist sehr gut. Ja, und das ist die Frage von immer wieder. Das ist die Hauptsache, genau. Wie kriegen wir so lange, bis wir fertig sind?
Ja, da lebt man. Da haben wir schon mal eine Alternative. Also in diesem Bereich kann man die Bauwerfung abkommen, ja, kann das dann Urteil sagen. Wenn man das natürlich mal Lichtverweile macht, dann wird es, dann müssen wir einen Umgehungsrechnung machen. Also man hat drin das nicht. Ja? Das bleiben dann unsere Bedürfnisse. Das ist immer bei Ihnen. Ja? Wie hoch kann man dann das Zeug machen? Ja, das habe ich gerade gesagt, das könnte man machen. Ja. Ich würde mal sagen, ich halte das jetzt und dann fragen wir hinterher noch. Dann kommen wir aus 90 vom Chef oder aus dem Fuß. Also, die operative Therapie habe ich auch noch nicht gesagt. Also, man findet dann eine riesengroße Krise in diesem Analysten und sagt, ja, das Mut oder das Turbulenz ist hier. Ja. Ich schieße dann nicht die Selbstschule, ich mache immer das in der Fuß. Und automatisch gibt es dann die Riese. So, die sehen also in die Riese, dass man aus dieser ganzen Kopf der Eier raus will, und dann wundert man sich, dass der Tor noch gut wird, sozusagen. Am Ende, wie gesagt, wird das dann, wenn die Prothese angenäht ist, durch die Bordprothese, dann wird da ein bisschen ein Stückchen wieder drüber gelegt, dann kriegt die Prothese zu irgendwelchen Verletzungen auf den Bein, das ist ein Bein, ein Stückchen wieder drüber. Hier haben Sie mal ein Grenzenbild, das war praktisch ein Angiografie, hier haben Sie mal dieses Aneurysma, hier im Bereich der Bauchstrafader, hier in der Bettenstrafader, und nach der Operation, hier das Grenzenbild, ist das praktisch weg, ja? Hier haben Sie eine Gefäßprothese drin, die in diesem Gesicht ist ja normal und auch gut ist. Natürlich ist das eine riesengroße Operation. Das ist nicht der Fall, zum Beispiel mit dem Winter oder dem Darm, was ich kenne. Das ist wirklich eine Operation, die geht in die Lebensbestand, an die Bauchstrafader des Menschen. Das hat natürlich auch Komplikationen, oder kann Komplikationen haben. Das wird nicht so nicht verstanden, aber ich kenne nicht das Ziel, was ich kenne. Ich kann also Herzprobleme geben, wirklich den Herzinfarkt, Schlaganfall. Ich kann nach unten auch Embolien geben, dass man auch dann wieder Durchblutungsstörungen hat. Dabei, es kann natürlich Bluten bei uns Operation. Wir haben ein Instrument reingelegt, ich könnte das eigene Blut wieder aus. Das können Sie also hinterher durch der Patient ist wieder für 50 Blut, ist ein eigenes Blut, das wieder zurück. Aber es kann schon passieren, dass wieder ein Hyperblut bei so einer Operation verliert. Diese Eltern, oder zum Glück, gibt es jetzt auch andere Methoden, dass Sie nicht die Leute jetzt für den operativen großen Bauchschnitt operieren können, sondern so 30-50% können wir heute für den Endosaskulär verwenden. Das ist also die Sache, dass man in den Körper in den Körper eine sogenannte Stemmprothese einbringt. Und das kann man von der Leiste aus, von der Leistungsflachader aus, von unten machen. Man muss also nicht im Körper sein, sondern wir bringen eine Prothese, die in Wirklichkeit immer so aussieht, in den Körper hinein. Wir kapitieren quasi, das ist eine Rhythmie, oder Sie sagen, das ist eine Rhythmie, wir kapitieren es von innen aus. Ja? Dass das Blut hier reinfließt kann, und wir wieder rauskommen, aber nicht nur in diese Bäume. Und deswegen ist es dann nicht so, dass ich dann auf die Gewebe, und da hat leider Stemmstrom drin, die sind das nicht so lastig, die ist an die Wand drücken, und oben hat es den kleinen Haken, dass die sich dann wieder festfallen können. In der Orte, wo die noch gesund ist, dass die Prothese nicht irgendwie gut ist. Und das Ganze, können Sie sich vorstellen, ist zusammengefaltet. Also ich kann es nicht zusammenfalten, ja, weil es gibt es nicht sehr. Aber du hast ja, da liefert das zusammengefaltet, wie einen Kugelschreiber. So die Größe eines Kugelschreibers, das ist dann. Ja? Ich schaue Ihnen das in der Folge, dann werden Sie das halt vielleicht noch besser verstehen. Sehr gut. Die Blase ist praktisch auch ausgezeichnet von dem Blutstrom. Ne? Das Blut kann jetzt nicht mehr in diese Bäume hinein pulsieren. Die kann jetzt auch nicht mehr fassen. Das Blut fließt da rein, die Dose da rein. Ja? Und die Pulsation ist dann weggenommen. Ich habe quasi innen, das innen auskalibriert mit dem Rohr oder so ähnlich. Es gibt verschiedene Prothesen, ganz unterschiedliche Hersteller mittlerweile. Wir haben jetzt eine Schöpfmenge, dann ist die Ingestand, ist nicht ausgenommen worden. Ja? Da war das gerade ein Entwicklungsdienst, aber wir waren ziemlich viel Mitarbeiter. Also, das ist das Team Hersteller, das ist das Geschäftsamt, das Team Prothesen, Funken, die alle Vor- oder Nachteile haben, die man hier entsprechend einbauen kann. Das ist immer so magisch, die Erfahrungen sind auch immer ein bisschen. Ja? Und jetzt macht man den Kleinfeld in der Leiste und kann sogar das Gehirn machen. Aber wir machen einen kleinen Schnitt und das bringt man mit Hilfe. Und dann ist es so, dass diese Prothese hier hoch und runter, dass sie hier alles unter Grenzenkontrolle mit dem Rastmittel und sie weiß, wie es so das ist. Die müsste unsere Turnier mal vorhin hier reinbringen.
Und dann liegt es nicht mehr so drin. Und ich muss jetzt von einer Seite kommen und muss versuchen, dieses Fenster zu treffen mit einem dünnen Draht. Und schiebe dann über den Draht die zweite und zweite Stelle, oder sagen das zweite Beinchen, rein und dann in beide Rückmesser und beide Beinmesser wieder die Knie treffen. Und so hat so eine bunte Methode, die ist auch relativ schnell dann fertig. Und belastet den Patienten ganz, da kommt er also nicht vor, dass er die Knie dann die Pause kriegt. Das ist ein Beispiel, das ist ein Sinn. Das ist die Vorstellung mit der Nierenstadt dran. Ich führe das in der Leiste, führe mir erstmal die Führungsdrähte gerührt, von innen ist das also gerade bei dem Mann. Und über diese Führungsdrähte kommen sie durch Vorstellungsdrähte. Über diese Führungsdrähte kommen jetzt die Prothese, das ist hier die Prothese. Und ich bin dort praktisch zusammengeführt in einem. Ganz viele Stück, die sind so dick wie ein Vogelsaal, ist da drin zusammengeschaltet. Über diesen Draht, der die Prothese hat noch, und über den Draht kann man das Teil sich hochziehen, und dann fängt man an, die zu entfalten. Genau ist das nicht so. Wir sehen schon, hier liegt die Prothese, hier liegt die schon drin. Ja? Hier sind so eine kleine Stimme, diese Gitter. Wenn wir die nicht herstellen, dann ist das auch drin. Ja. Wenn die Prothese liegt jetzt hier quasi da drin, ich werde einfach tun, oder? Kann ich das machen? Ja, weil du... Nein. Das ist jetzt gerade... Nein, du bitte, Polen, was machen wollen? Ja. Ja, nein. Das fängt auch gleich noch. Aber die Doktor sind gerade noch in der Operation der Leute Wunder. Die sind noch nicht fertig. Deswegen machen wir das erstmal. Doch, hört man. Hört man. Ja, das kommt die Hand nicht zu viel. Drücken Sie sich dann mal ein bisschen hin und dann geht es weiter. Ja? Also ich habe die Prothese drin, jetzt können wir von der anderen Seite quasi mit dem anderen Konto und weg für den anderen, das andere Bein. Das ist eine große Stimmelage, aber wer basiert ist, der kriegt sich dann mit einem Bein. Das ist die Prothese quasi hier drin. Ja? Hier ist das hier drin. Wir sehen, dass das einmal ist, dann ist er, das war ja hier. Ja? Das ist das jetzt. Und ich muss nicht quasi durch diese Prothese und so. Ich kann es mir in die Analyse gesagt, und ich fahre es quasi sozusagen gebannt. Ja? Jeder ist richtig aus. Natürlich, jeder ist bei jedem ganz so. Es gibt ja bestimmte Sachen, wo es nicht geht. Ja? So eine ganz verfaulte Bettmesser ist nicht. Oder wenn wir in seiner Rocker so ganz rechtswidrig ist. Oder wenn er einen riesengroßen Kalt hat oben, sagen wir, dass die Prothese das nicht abzieht. Es gibt also Möglichkeiten, dass das bei den Leuten eben nicht geht. Zum Beispiel, ja, wenn er so ein Flug hat wie ein Haus, wie ist dann in der Rechnung, die würde die Prothese so knüpfen, oder so, ja, dann würde ich das nicht zugeben, oder soll ich wieder lockern. Also es gibt nicht bei jedem, deswegen sagt man, bei 30-50% der Leute kann man das machen. Sondern muss man offen operieren, wenn man nicht die Genuss dieser Operation, von wo das hier, ist die Bettmesser ganz vollen Zug, ja, dann könnte ich sogar die Stände dann so durchführen, das würde nicht gehen. Die Neurovaskulär, also diese Methode, hat erhebliche Vorteile. Das ist klar. Viele geringe Operationsdramen sind verschwunden. Es gibt auch Leute, die machen das Löffel in der Säure zu sein. Die machen eine Narkose, das hat mehr Komfort-Operationen. Und man ist auch höher als Operationen. Also höhere Operationen. Das könnte gar nicht dauern. Die können jetzt in jedem Fall nicht wieder nach Hause. Nicht nur einfach nicht in die Süß liegen. Ein Nachteil gibt es natürlich auch. Das ist aber so ein Nachteil. Die Erfahrungen sind noch nicht so lang aus der Welt mit diesen Prothesen. Wir haben auch häufige Komplikationen, wenn man also die Indikation nicht ganz richtig stellt. Und, das ist die große Masse, wir müssen nicht immer jedes Jahr machen. Wir machen das mit Unterschall oder auch mit CT, weil es eben Komplikationen geben kann. Und es ist auch keine Behandlung des Analysten, das ist ja nicht schon gesagt hier, das Analysten ist ja noch da. Bei der Operation ist es das Fenster berührt, das ist im Prinzip da und wir haben es geholfen, haben eine Stemmprothese angesetzt.
Was kann passieren mit den Prothesikern und Prothesikern? Was kann passieren mit den restlichen Prothesikern? Und dann kommt quasi an der Prothese vorbei, wieder in den Humoristen weg. Und dann wird man so in der Tat einfach nochmal ganz in der Wanne kriegen. Also man entwickelt das immer wieder weiter in jeder Play gehen, wie man das machen kann, weil die Methode eben mit. Genau. Ich bin unterschiedlich, ob ich die Kosten dafür gehen würde. Wir brauchen ganz eben, dass im Hälften ganz früher, aus dem anderen 90er Jahr, sehen wir, wenn die Prothese verrückt, sie liegt an der Seite, die Kämpfe sind gebrochen, sowas passiert heute gut nicht. Wie wird es denn so sein, Qualität und Materialien, das ist nicht wirklich zu treffen, also aus dem 90er Jahr, da war das nicht so gut in der Qualität. Ich finde auch, wenn ich weiß, dass bei der Kämpfe das gehen kann, sind die sogenannten Lokalen, also Unlichtkeiten, die passieren können. Nicht zum Beispiel hier, dass ich also blut in die Prothese herumfummelt und dann wieder irgendwo hier reinkommt oder von unten hier reinkommt in die Prothese. Das muss man versuchen, dann abzudichten. Die Phasen sind auf verschiedene Art und Weise. Die sehen wir hier, wenn Sie mal die Prothese sehen, die sehen Sie die beiden Zentren, die ist das am Rücken, das ist schon klar. Hier sind die beiden Zentren im Körper. Und wir sehen, dass einer Blut in den Rücken ist, irgendwo herrscht, wenn man irgendwo ist, nicht umgekehrt. Das kann man jetzt tun, wenn man mit ganz raffinierten Methoden, mit kleinen Metallpellets, mit kleinen Metallspiralen, die in die Gefäße einziehen, kann man das auch heute ohne Operation nicht abdichten. Auf solche Sachen, wo sich hier die Prothese mal in den Rücken umgekehrt, kann man abdichten, wenn das hier läuft. Das ist nicht gefunden. Hier sehen wir mal Leute, wo man das nicht abdichten könnte, dann müsste man die Prothese wieder aufbauen. Dann sehen Sie, wie sie in den Haaren aussieht. Dieses Ganze im Brechen, in der nicht groß belastbar, wo die Prothese raus. Aber wie gesagt, das ist bei alten Prothesen. Bei neuen, bei jungen ist jetzt schon seit 96 Jahren gesagt, da sieht man noch keine, wo die Prothese ist. Und das ist ganz gut zu tun. Auf dieser Seite kann ich nicht lange zeigen, hier in einem Rücken, wo Sie das Versuch da selbst haben. Da sieht man mal ein CT im Querschnitt, wie Sie groß einen Rücken haben. Das ist das System der Rechtsführung von Blutdruck. Wenn man das versorgt ist im CT, sieht es dann quasi so aus, wenn Sie die Prothese drin. Und das geht alles, wie gesagt, über Kleinstücker hier an der Hand. Das ist auch immer ein CT in der Kontrolle. Das ist ein Rücken, und hier auch schließlich. Das geht auch, wenn einer Doppelmetall in der Rüstung hat, zum Beispiel Säure. Der Patient hat große in der Rüstung in der Säure. Rüstungsverfahren, die Festkammern versorgen mit solchen Stimmprothesen. In dem Fall haben wir das in der Säure selbst behandelt. Das ist synchronisiert. Hier haben Sie dann Metallkörbchen behandelt. Das ist hier richtig an der Rüstung von der Wand verfließt. Und die anderen beiden haben wir dann versorgt mit so einer Stimmprothese hier, die sich in die hintere Beckenabteilung einsteckt. Hier sehen Sie, wenn wir das von der Rüstungsreihe empfehlen, durch den Fall hat sich das praktisch von der Leinwand verflossen von der Seite. Das kann man auch machen mit Patienten, die als Rückzahlmäßig in die Notaufnahme kommen, kann man das auch so versorgen mit einer Prothese, wenn der Patient dafür geeignet ist. Dann braucht er eine Zahnwurst. Ich habe also besondere Schritte, mit der anderen Seite, weil sie das Buch in einem Schenkel Seite fließt und das geht. Das war aber Anfang, noch vor seinem Tod, wie ist das? Ich rede ja von Röntgenbild, aber in dieser Zeit zeigt sich ein vergrößertes Kopf, das war schon 1928, und ein großes Aneurysma. Und im Dezember 1948 wurde im Büro wieder Schnitten im jüdischen Spital in New York dann operiert. Aber später ist es dann doch geplatzt, weil wir hatten dann Schwindelmann eben versucht zu fassen oder auch Telefonkrisen herumzulegen, um sich dann natürlich zu stabilisieren. Ich hoffe, Ihnen hat ein bisschen die Einblicke gegeben in diese Erkrankung, in die Bedeutung und auch in die therapeutischen Möglichkeiten. Auch wenn es manchmal vielleicht der Wissenschaftler sein, aber ich habe versucht, das zu geben, das Lernen zu bringen. Und wer ist jetzt Fragen, die könnte ich nicht. Ich muss das auch mal sehen. Ja.
so ein Ballon, das ist ein anderes Modell, aber es ist so ein Ballon, das sieht man ja noch, und wenn man den jetzt aufpumpt, ja, dann drückt dieser Ballon, da ist das außenrum, drückt den Stand in die Wand rein und dann bleibt er da stehen. Mhm. Ja. Ein anderes Modell, was auch häufig, gerade, die gibt es halt nicht beliebig lang. Ja, und häufig auch mal lange Verschlüsse. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt hier zufällig auch ein langer drin ist. Ich mache das einfach mal. Ja. Wenn das jetzt ist verfallen sowieso, haben wir nicht gebraucht. Der Stand ist praktisch, also hier ist auch, da ist ein Draht durch, ja, wir sind dann in dem Verschluss drin und hier ist der Stand von da nach da. Der ist hier praktisch auch wie ein Flaschenschiff, sage ich manchmal, eingefaltet. Ja. Und das ist auch so ein, nennt sich Nitinol das Material, Nickel-Titanium-Legierung. Das ist so ein Material, was unter Körperwärme und auch mit einer gewissen Eigenelastizität wieder seine ursprüngliche Form annimmt. Ja. Ganz perfekt ist, wenn natürlich alle Faktoren, die zu dieser Erkrankung führen, von vornherein abgeschaltet werden. Also, dass man die Zuckerkrankheit, wenn sie auftritt, rechtzeitig behandelt wird, dass die Blutfette und vor allem, dass man nicht raucht. Und vor allem, dass man dann nicht raucht, wenn man zu denen gehört, die es nicht vertragen. Also, dass man nicht manche rauchen kann. Das wird immer so genannt als Beispiel der Olle Schmidt. Das ist überall geworden und raucht wie ein Glück, der verträgt seine Glück, aber der sitzt auch nur noch im Rollstuhl, der kann man ja auch nicht mehr laufen. Das ist auch alles zu wahrscheinlich, ja. Das ist aber so ein statistisch Hautrisikofaktor. Ja, der einfach die Gefäße, der, also ich sage mal, 95% aller Patienten, die wir haben, sind Diabetiker.